Als sie aus dem Albtraum des Prinzen erwachten, fanden sich die Helden erneut in den verschneiten Bergen wieder. Der Prinz und sein seltsamer Schattenzwilling waren vermutlich nicht weit gekommen. Und so beschlossen die Helden, sich in die Tiefen der nahegelegenen, vergessenen Höhlengräber hinabzuwagen. Alte Gräber. Dort unten ist es sicher gruselig. Wir haben keine Angst vor Schatten, oder? Ihr könnt mir nichts tun, Helden. Ich bin kein Albtraum. Ich bin ein Teil des Prinzen, der Schatten seiner Seele. Was immer ihr mir antut, betrifft auch ihn. Also weg mit Schwert, Pfeilen und Kisten, wenn ihr nicht wollt, dass der Junge stirbt. Das ist also Schattenmagie. Interessante Anwendung, wenn auch furchtbar unpraktisch.
Versucht alles, um diese Albtraumkrise zu beenden. Prinz Silius darf nicht entkommen und weitere Monster beschwören. Die Astralakademie hat vollstes Vertrauen in euch, Helden des Trine. Bitte enttäuscht uns nicht. Was liegt euch an diesem einsamen Prinzen, dass ihr ihn bis ans Ende der Welt foltert? Wollt ihr nicht lieber irgendwelchen Ziegen oder Waisen oder armen Bauern helfen? Überlasst den Prinzen mir, dann geschieht euch nichts und alle sind glücklich bis an ihr Lebensende. Nein, und sei es nur, weil ich eure arrogante Stimme nicht mag.
So ritterlicher Umhang sollte nicht in der Finsternis verrotten. Habt ihr Selius hierher gebracht? Hier unten in der Dunkelheit wird er zu einem Schatten werden und ich an seiner Stadt zum Prinzen. Dann kann ich unsere Magie ohne Skrupel beschwören und zum wahren Albtraumprinzen werden.